Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich habe Post bekommen von der lieben Manu. Und zwar hatten wir einen Loaded Envelope-Tausch und das packen wir zusammen jetzt mal aus. Ich packe das nur mal schnell hier zur Seite, dass ich ein bisschen Platz habe. Ich habe auch überall doch mein Schmuckbastelzeug und Steinebemalzeug hier rumstehen. Aber ich war jetzt so neugierig, dass ich, ja, ich wollte jetzt unbedingt halt das mit euch zusammen auspacken, weil ich bin total neugierig und genau. Ich packe jetzt erstmal. Packe ich das Kleine zuerst oder das Große? Also hier steht: Hallo Daniela, hier kannst du. Hier kommt dein Loaded Envelope. Ich hoffe, es gefällt dir. Und du kannst mit den ganzen Dingen was anfangen. Liebe Grüße aus Wolfenbüttel, Manu. Ja, cool, dieser Anhänger hier. Ist auch mal eine Idee hier mit diesen Korken. Habe ich auch noch nie gebastelt. Ja, das sind die vom Action. Die habe ich mir auch geholt. Oder? Habe ich die bekommen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe die auch. Ich glaube, ich habe die bekommen. Von Verena? Ja, ich glaube von Verena. Oder beides. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir fangen mit den kleinen hier zuerst an. Oh, guck mal, was das für ein großes. War ein riesen Karton. Ja, wie gesagt, hier sind die ganzen Steine noch. Ich habe das jetzt alles nur zur Seite geschoben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht verschmiert, weil teilweise sind die noch nass. So, dann machen wir das jetzt zuerst auf. Schauen wir mal. Also lasst euch von diesen ganzen Plunder hier nicht stören. Aber alles wegräumen wollte ich jetzt auch nicht, weil, wie gesagt, ich möchte dann auch weitermachen. Man bräuchte halt eine Fläche zum Filmen und eine zum Basteln. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Moment, das. Nee, hat sich nur so angefühlt, als wenn noch was drin ist, aber das war der Anhänger. LOL, ja. Die mag ich. Cool. Das habe ich auch noch nicht. Da sind zwei Ringe dabei. Ach nee, das sind keine Ringe, das sind so eine. Ah, geil, das sind ja diese Brads oder wie man die nennt. Aber ich werde das wahrscheinlich als Ring umändern, ne? Also ich werde hier dieses Clip-Ding abmachen und dann werde ich das zum Beispiel, hier habe ich auch so eine kleine, weil ich auch noch verbasteln will, könnte man hier dann so reinmachen und hat dann einen LOL-Ring. Ja, passt auch perfekt. Mal sehen, kam mir gleich wieder eine Idee. Und hier ist so ein kleiner Notizblock, ist ja auch süß. Was das ist, weiß ich nicht. Hier ist ein Bleistift, ein Radierer, aber was, könnte ein Spitzer sein. Könnte ein Spitzer sein. Ah, cool. Ja, das habe ich noch nicht. Oh, was ist denn das hier Süßes? Hast du was gebastelt? Auch niedlich. Oh, süß. Ein kleines Notizbuch. Ja, die bastel ich auch sehr gerne. Ein kleines Büchlein. Oh, ich mag die Mädels sehr, ja. Ja, ist ein kleines Büchlein. Auch süß. Richtig niedlich. Und was haben wir hier Schönes? Ist das noch ein Büchlein oder? Ah, ein Notizblock. Ja, den lasse ich mal drin, aber es ist ein kleiner Notizblock. Auch hier mit diesen LOL-Püppchen. Ah, ich finde die so süß. Das Papier gefällt mir auch. Dieses, ich glaube, man nennt das Harntritt. Heißt das so? Bei Klamotten dachte man das da so? Ich weiß es nicht genau. Aber es ist halt auch eine schöne Farbe. Ich mag ja sehr gerne Türkis. Das hier schönes. Ah, das finde ich auch cool, wenn man das immer hier so aufmachen kann. Ja, so bastle ich nie. Also, ich weiß auch nicht, warum ich das nie mache. Muss ich aber auch mal machen. Man macht ja einfach nur so eine Klammer, ja, so ein Büro, nicht Büroklammer, wie heißen die? Auch wie so ein Brett hier rein und dann kann man das drum umwickeln. Aber ich komme irgendwie immer nie auf solche Ideen. Braucht da immer so ein bisschen Anregung. Oh, sehr niedlich, eine kleine Geschenkpackung. Eine Portion Glück. Also das habe ich neulich auch verschenkt, aber nicht das. Das war irgendwas anderes. Moment. Nee, kann man nicht, oder? Hier ist die Duftprobe. Ich bin auch blind. Ja, mal riechen. Na, ich rieche nichts. Nee. Ich rieche nichts. Aber ich werde es ja dann merken, wenn ich in der Wanne bin. Ja, ich glaube, ich hatte Melli auch eins geschickt, aber das war nicht eine Portion Glück, sondern irgendwas mit Liebe. Ja,
Und ich selber habe mir keins gekauft. Ich habe nur Melli eins gekauft, hat sie zum Geburtstag gekriegt. Glaube ich jedenfalls. Ja, doch, oder? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich vergesse mal alles. Ihr dürft mir das nicht übel nehmen. Aber echt niedlich hier gemacht. Moment. Auch süß, ja. Das ist echt niedlich. Ich denke mal, die Packung werde ich dann auch irgendwann nochmal weiter verbasteln, weil ja, kann man ja trotzdem machen, muss man ja nicht wegschmeißen oder so. Und was haben wir hier Schönes? Auch noch so eine Art Büchlein? Nee. Hier hängt auch was dran. So ein schöner Anhänger. Auch wieder dieses coole Papier hier. Gefällt mir sehr gut. Passt auch gut hier alles so zusammen. Ne? Schaut mal, wie gut das hier zusammenpasst. Hat sie ja aufeinander abgestimmt. Ah, das ist wie so ein kleines. Ah, ein kleines Fotoalbum oder so. Da könnte ich jetzt so Fotos reinmachen, oder? Ah, cool. Weil sowas bastel ich einfach nicht. Das ist immer schön, wenn man sowas bekommt. Und braucht dann nur seine Sachen noch so reinkleben oder so. Und ich wollte mir ja schon 10.000 Mal ein Buch machen. Ich habe hier überall ausgeschnittene Sachen. Oder Sachen, die ich aufgehoben habe. Hier zum Beispiel so ein kleines Briefchen, ne? Ne? Das will ich mir ausschneiden. Deswegen habe ich das aufgehoben. Und aber irgendwie brauche ich mal ein Büchlein, wo ich das dann alles reinklebe. Oder ich habe das wirklich hier überall rumliegen. Hier. Diese kleine Schokolade möchte ich auch ausschneiden. Weil keine Ahnung warum, aber mir kommen manchmal so die Ideen, dass ich was ausschneiden möchte. Und so sind überall auch von Verpackungen liegen hier so Figuren rum, die ich mal irgendwo reinkleben würde. Hier auch zum Beispiel, die habe ich aber selber ausgemalt. Wo ich noch kein Büchlein für habe. Und vielleicht benutze ich das jetzt als für so ein Ideenbuch quasi. Ich weiß es noch nicht. Weil hier ist nämlich eine Menge Platz noch frei. Da kann man nämlich hier schön die kleinen Figürchen hinkleben. Ah, das ist niedlich. Das ist süß. Ja, und das ist auch eine coole Idee hier mit diesen als Halterung, also als gefällt mir. Wie gesagt, auf sowas komme ich gar nicht. Richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, dann war hier der Schlüsselanhänger noch dran. Den werde ich mir auch hier irgendwo mit hinhängen. So, und jetzt haben wir noch das ganz, ganz große, wo ich jetzt schon mega gespannt bin. Weil das ist einfach riesig. Mal aufpassen, dass man hier nichts kaputt schneidet irgendwie. Ich bin da manchmal so ein bisschen rabiat. So. Jetzt raschelt es ja ziemlich. Moment, ich gehe mal hier zur Seite. Oh, ich versuche das mal rauszuziehen, ohne dass jetzt irgendwas hier. Oh, ich glaube, ich habe es schon auseinander. Hier ist irgendwie jetzt alles auseinandergefallen. Weil ich so dusselig bin. Ja, ich habe die Goodies rausgezogen alleine. Moment, 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 Moment. Ah, schaut mal, ich sehe was, ich sehe was. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Moment, Moment, Moment. Bevor ich hier irgendwas mir angucke, mache ich die einfach wieder rein, weil ich möchte das gerne so zeigen, wie sie es. Moment. Ah, das ist ja wieder heute Katastrophe hier mit dem Film. Ja, wahrscheinlich, weil ich mir keinen Platz gemacht habe. So, aber was ist jetzt gerade runtergefallen? Und ich finde es gerade nicht. Was war es? Irgendwas ist abgefallen und ich sehe es nicht. Wo ist es denn hingefallen? Ihr Lieben, irgendwas ist runtergefallen und ich weiß nicht, wo es ist. Also hier ist nichts. Aber ich weiß, dass was runtergefallen ist. Ah. Moment. Unterm Stuhl. Das ist abgefallen. Ich wusste, dass was runtergefallen ist. So. Ja, ich hätte mir doch Platz machen müssen. Ach cool, schaut mal. Die hat hier so eine Schlafbrille. Ich habe dieselbe Schlafbrille. Wie geil. Ja. Gucken wir erstmal so ringsrum. Schauen wir uns das mal an.
Das ist auch ein geiles Papier hier. Das ist ja mal so ein geiles Papier. Oh, ich liebe das, wenn Holz so bestrichen ist und dann aber so abgeblättert, weil die Zeit halt schon, ne? An allen nagt der Zahn der Zeit, wie man so schön sagt. Oh, so cool. Ich mag solches Papier echt gerne. So, jetzt habe ich alles wieder reingemacht. Oh, hier schön, Daniela. Ach, das hast du echt toll gemacht. Ja, und jetzt gucken wir uns natürlich die ganzen Goodies, die hier drin sind, auch an. Hier ist ein Schmetterling. Und zwar ist das eine Klammer aus Metall. Aus Metall habe ich jetzt gar keine. Ich habe nur so die normalen Holzklammern wie diese hier. Aus Metall habe ich jetzt gar keine. Echt schön. Ja, dann ist hier irgendwo was abgefallen. Oder es war hier so vielleicht so drin, könnte ich mir vorstellen, dass das so hier drin war. Sieht das nicht hübsch aus? Dann ist hier so eine Klammer, die lasse ich jetzt dran. Hier ist auch noch eine Klammer und da hängt ein kleiner Anhänger mit Herzchen. Ach, das ist so ein Handy-Anhänger. Hier ist noch so ein, für ein Handy so ein Look-Ding da, wie sagt man dazu. Oh, wie hübsch, wie hübsch. Und diese große LOL. Ah, oh, schön. Oh, guck mal, du machst ja auch hier so eine, ich komme jetzt. Chips, Einkaufschips. Ja, cool. Ich habe alle, die ich gemacht habe, weggegeben und jetzt habe ich selber keinen. Und das muss man ja immer überall einen Wagen nehmen, und wenn man nur eine Milchpackung braucht. Und ich habe nie einen parat und auch immer nie Kleingeld. Ne? Ja, den mache ich jetzt sofort an mein Portemonnaie. Da ist nämlich ein Reißverschluss und du hast hier, ja, da habe ich den immer irgendwie bei mir. Vielleicht werde ich hier noch so ein, dass ich den dann immer abmachen kann, ne? Oh, richtig toll, dankeschön. Wie gesagt, ich habe selber mir keinen gemacht. Ich habe immer nur für andere einen gemacht. Aber schon ewig her. Dann ist hier... Ah, das weiß ich auch. Ach, Melli weiß, was das ist hier. Die Melli hat auch diese Karten gemacht. Ich komme nicht auf den Namen. Ich weiß nicht, was das genau ist. Aber die sammelt man auch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass Melli eine Stanze dafür hat. Und die auch eine Zeit lang gebastelt hat. Oder bastelt, ich weiß es nicht genau. Richtig cool. Muss ich nochmal nachfragen, was das für Karten sind. Aber Kakaokarte ist was anderes. Aber man sammelt das auch. Und richtig toll. Schaut mal hier mit dieser... Ah, du hast überall LOL reingemacht. Hier ist noch eine. Schaut mal. Ach, die sieht ja cool aus. Die ist ja so Superman-mäßig so. Supergirl. Du bist fantastisch. Punkt. Ah, wie niedlich. Ja, und dann hier diese tollen Glitzersteine, die ich ja auch habe. Ah, oh, schön. Ich denke mal, dass ich die dann weiterverwenden darf. Weil die Post war ja schon vorne drauf. Oh, da sind noch mehrere drin. Oh, die ist ja auch süß. Hier mit Baby. Miss Punk. Und hier das Baby dazu. Oh, süß. Oh, die Karten sind aber schön geworden. Oh. Eine schöne LOL-Post. Sorry, ich bin total aufgeregt. Hello Kitty. Ich glaube, die habe ich in rosa. Diese Aufkleberchen. Ich glaube, die habe ich von Gapset bekommen, aber ich weiß es nicht mehr. Ich merke mir das nicht mehr. Aber ich habe die auch, das weiß ich. Dann hier, wundervoll. So eine Lesezeichen. Oh, ich habe es heute wieder. Unser Moment und wundervoll. Oh, wie niedlich. Oh, du hast ja so fleißig gebastelt. Oh, die kenne ich auch noch gar nicht. Ach, das ist ja cool, so Umziehsticker. Wenn jemand umzieht zum Beispiel, hier mit Malerrolle, die habe ich noch nie gesehen, Malerrolle. Denn hier, Umzugskarton, denn hier so ein, ach wie cool, willkommen, Schlüssel. Also das ist ja mal so geil, wenn jemand umzieht als Glückwunschkarte. Das ist cool, die habe ich noch nie gesehen und habe die auch nicht. Und noch so ein Tag oder Lese als Zeichen, Anhänger, wie auch immer. Die ist auch schön hier. Boah, da hast du ja alles ausgemalt hier überall. Da hast du ja richtig dir Mühe gegeben. Meine Güte. So, dann haben wir hier so ein Puschel. Die habe ich mir jetzt auch ganz viele gekauft beim Kick. Die sind so toll. Da werde ich jetzt auch mal einen behalten, weil den habe ich bekommen. Hier ist so eine kleine Klammer in Rot. Quack, 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 quack. Jetzt spinne ich wieder rum. Hier ist noch eine Klammer in Weiß mit so einem süßen Kapuzon-Schmetterling. Mache ich jetzt hier unten mal mit hin.
So, dann haben wir hier Alphabet Formsticker. Die habe ich auch nicht. Ah, das ist ja so ein, ja. Ah, wie so ein Moosgummi, kann man sagen. In Glitzer. Cool. Weiß nicht, wo es die gab. Die kenne ich nicht. Habe ich auch nicht. Oh, die sind ja toll. Die sind von DM. Die habe ich da. Oh, das ist ein schön. Oh, sorry, sorry. Moment, Moment. Immer mit der Ruhe. Ja, heute wieder chaotisch. Bin es nicht mehr gewohnt, Videos zu machen, glaube ich. Mache in letzter Zeit zu wenig. Ja, das hier ist cool, dieser Rahmen hier. Aber auch das Herz ist schön. Ah, die habe ich ja auch noch nie gesehen hier bei uns. Jetzt kommt Sticker. Sticker. Ja, die benutze ich sehr, 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 sehr gerne für Fasching oder Halloween. Ne? Klebe ich mir die immer so an die Stirn oder ums Auge oder so. Die werde ich auch da in die Schminksachen mit reinpacken. Weil die benutze ich gerne für so Lakatrina oder wenn ich sowas mache. Da sind die einfach, da braucht man nicht jeden einzelnen kleben, sondern das ist schon fertig. Sehr, sehr cool. Kann ich immer gebrauchen, die Kringel, sage ich jetzt mal. Die sind auch schön vom Action. Ich glaube, die habe ich. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, dass ich mir die nicht geholt habe. Ich weiß es aber nicht. Und wenn, dann sehen die ein bisschen anders aus. Also die sind so ein bisschen metallisch, aber ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal, ne? Wie schnell verbraucht man so einen Bogen? So, Moment, ich werde das jetzt mal hier runterpacken. So, auf den Schoß. Und dann ziehe ich das einfach raus. Dann haben wir hier einen coolen Stickerbogen, den habe ich auch schon. Aber das macht nichts. Das sind so Sternzeichen, ne? Wassermann, Fische. Hier so eine bekloppte Stier. Wo bin ich denn eigentlich? Hier oben. Der bekloppte hier oben. Seht ihr überhaupt was? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Denn diese Strasssteinchen, die mag ich, aber ich habe andere. Die sind so ein bisschen flacher. Meine sind oben so ein bisschen gewölbt und die sind so flacher. Sehr, sehr cool. Benutze ich sehr gerne für Schmuck. Happy Birthday. Auch nochmal so Stickerbogen. Rico Design. Ja, habe ich auch noch nicht. Sind viermal drin, oder? Viermal vorgestanzt und selbstkleben. Für Geburtstagssachen. Genau, das hier habe ich auch. In rosa. Mit Hello Kitty. Macht aber nichts. Habe ich auch mal vor, vielleicht einen Ring noch zu machen mit. Ich habe jetzt zwar auch einen Hello Kitty Ring. Aber den muss ich nochmal überarbeiten. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber das kann man noch mal ein bisschen auffrischen. Oh, hast du hier viel reingepackt. Hier ist noch mal so eine Karte. Da hast du aber viel gebastelt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist auch riesengroß, dieses Loaded Envelope. So groß ist meins ja gar nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ein Embossing-Folder. Habe ich auch noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob der bei mir durchpasst. Ich glaube eher nicht, der ist breiter hier. Glaube ich. Aber vielleicht kann ich mir den zurechtschnibbeln. Das müsste doch gehen, oder? Ja, also wenn der bei mir nicht durchpasst und das vielleicht nicht zum Schneiden geht, dann muss ich mal gucken, ob ich den anderweitig dann jemandem gebe. Oder ich kaufe mir mal so eine größere. Mal sehen. Boah, hast du hier viele Sachen reingepackt. Hier sind so Holzblümchen. Auch schön. Die kann man nämlich auch noch anderfarbig anstreichen, also anstreichen mit Acrylfarben und dann kann man Ohrringe draus machen. Jetzt aus den beiden großen zum Beispiel, wenn ich mir die schwarz mache und dann auch in der Mitte irgendwas rein. Oh, die sind auch süß hier. Ja, die sind auch niedlich. Die Lamas. Und die Farben, ne? Richtig schön. Schaut mal die Farben. Vielen, vielen lieben Dank. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Hätte ich am Ende noch mal gemacht, aber. Oh, hier so Candy Cards. Und alles, wie gesagt, in LOL. Die hier kenne ich noch gar nicht. Die beiden. Noch nie gesehen mit schwarzen langen Haaren. Richtig cool. Ah, hier geht's weiter. Schaut mal, wie viel du gebastelt hast. Das ist ja der Wahnsinn. Das sieht ein bisschen aus wie Elsa. Einen schönen Tag. Wundervoll. Nimm dir Zeit. Ach, schön. Oh, der ist ja auch hübsch. Den habe ich auch noch nicht. Ich habe zwar so ähnliche, diese, ich sage jetzt mal nachgemacht, der Hello Kitty, aber das ist nicht der Bogen. Der ist anders, weil an den könnte ich mich erinnern.
Weil die könnte ich jetzt alle verbrauchen, aber bei denen denke ich schon wieder, oh nö, das ist so niedlich. Ja, man hat sie nicht alle. Den kenne ich auch gar nicht. Oh cool, diese Blumen hier. Oh. Ja, ich hatte mir ja vom Teddy D hier nochmal nachgekauft. Zeige ich euch auch mal. Ich mag ja, Blumensticker gehen ja immer. Und die verbrauche ich ja wirklich. Und da hatte ich mir jetzt nochmal einen Bogen nachgekauft. Also die nicht mehr haben, ne? Die kosten 1 Euro. Und finde ich total geil. Also die benutze ich sehr, sehr gerne. Wenn man wüsste, dass sie die immer haben, ne, dann hätte ich den jetzt nicht nachgekauft. Aber ja. Oh, was haben wir hier? Papier. Hello Kitty hier unten zum Ausmalen. Oh, süß. So Ausmalsachen von Hello Kitty. Und hier ist von diesem mega coolen Teddy-Block. Ja, den habe ich ja nur einmal. Und da ist es cool, dass du mir da was abgegeben hast. Weil ich mich an den noch nicht so wirklich ran traue, ne? Ach, so süß. Ja, ich glaube, ihr kennt den alle. Halt, das ist voll der Kawaii-Block hier und die Miezekatze. So niedlich. Aber hier ist immer noch was drin. Nochmal Candy Cards. Oh, wie viel Candy Cards du gebastelt hast. Saugeil. Richtig, richtig cool. Dankeschön. Oh, die sind auch toll. Die habe ich noch in Maritim. Also so blau, weiß und rot. Und die benutze ich nicht, weil ich immer denke, oh nee. Oh, die sind so schön. Ja, die gibt es ja nicht mehr bei Kick, ne? Also ich habe, ja, das war Kick. Die sind ja schon etwas älter und oh, die würde ich auch kaufen, noch und nöcher. Ich finde die so schön. Aber die gibt es halt nicht mehr. Danke, danke, danke. Und die passen auch farblich, ne? Das passt alles irgendwie so zusammen. Oh, was ist das hier? Ach, das sind diese Rubbeldinger. Ach, auch vom Action. Krass, wann gab es die denn? Oh, süß, die habe ich auch nicht. Nee, Rubbeldinger habe ich noch nie beim Action gekauft. Und hier sind nochmal so, so Buchstaben und sowas. Ah, cool. Oh, nee. Du Verrückte, oh, wie viel du gebastelt hast. Ist das niedlich. Oh, warst du fleißig. Schaut mal. Das sieht auch schön aus hier. Das mache ich auch gerne, dass das dann immer so aus dem Rahmen fällt, sage ich mal, ne? Denn hier die Rose dazu. Oh, ist das viel. Mensch, so viel habe ich dir gar nicht eingepackt, du Verrückte. Genieß die kleinen Momente. Ach, du häkelst wohl auch? Oder strickst? Oder ist das gestrickt oder gehäkelt? Ich habe keine Ahnung. Ja, sowas ist immer besonders, weil ich das nicht kann. Und ich werde mir auch nicht die Mühe machen, mich dahin zu setzen, das zu lernen. Das ist einfach was, was ich einfach nicht kann. Da bin ich so dumm für. Ich habe das ganze Zeug da, ne? Also ich könnte damit anfangen, aber ich weiß ganz genau, ich schaff's. Ich krieg's nicht hin. Und ich sag jetzt mal, man kann sich zwar bei YouTube-Videos angucken, aber ich check's nicht. Ich bräuchte da jemanden, der da wirklich neben mir sitzt und sagt, nee, das ist jetzt falsch, sondern du musst da durch die Lasche oder was weiß ich. Ja, sowas ist halt immer besonders. Ich mag solche gehäkelten Sachen. Ich glaube, das würde ich. Ich würde es gerne können, aber. N-n. Nee. Und hier ist noch ein cooler Block. Das sind die Blöcke, die ich besonders mag. Also, entweder schaust du auch meine Videos, was ich jetzt mal denke, oder das ist jetzt Zufall, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, du weißt ganz genau, das sieht man ja schon, was mir gefällt. Guckt mal. Oh, ich liebe diese Blöcke. Dieser Effekt ist einfach so geil. Ich glaube, für das Loaded Envelope, was ich jetzt gebastelt habe, habe ich das auch benutzt. Also vielleicht nicht den Block hier, aber irgendeinen von denen. Ach, so geil. Ja, die liebe ich. Hier ist noch ein Paper Pop. Der ist hier ein bisschen geknickt, aber das ist nicht schlimm. Ein Paper Pop. Richtig toll. Oh, die bastle ich auch so gerne. Und ich habe jetzt so viele Strohhalme von Melli bekommen. Und hier ist noch ein kleiner Anhänger drin. Ja, und jetzt gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. Schaut mal, wie hübsch, ne? Oh, du hast so ein ganz großes genommen. Ich habe ja ein etwas kleineres. Ich hoffe natürlich, dass der trotzdem gefällt. Das ist ja mega viel hier, was hier reingeht. Guckt mal, was hier reinpasst in die Tüte, ne? Du hättest doch nicht so ein großes basteln müssen.
Aber ich freue mich natürlich. Vielen, vielen lieben Dank. Das war ein super Tausch. Ich danke dir, lieber Manu. Ich hoffe, das Video hat dir auch ein bisschen gefallen. Und ich packe das jetzt alles wieder zurück, weil ich stelle mir die Sachen immer noch eine Weile hin. Ich habe zum Beispiel auch noch von Sonja. Moment, Moment, Moment. Ich krieg's nicht ab. Steht hier auch immer zum Anschauen. Das letzte, was ich getauscht habe. Gut, da habe ich jetzt hier ein bisschen umgeändert, aber sonst steht das hier auch noch. Weil ich schaue mir die immer eine Weile noch an. Und lasse die hier dann immer noch stehen. Ja. Fällt alles zusammen. Ich packe das erstmal wieder rein und ich danke dir für den tollen Tausch. Hoffe, dass du dich auch über meine Sachen freust und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.